Bei den Austrian Top Meetings in Ried und Linz, die gestern zu Ende gegangen sind, haben viele Athletinnen und Athleten noch die Möglichkeit gehabt, das Olympia-Limit für Rio zu schaffen oder sich für die EM in Amsterdam zu qualifizieren. Die stärksten Leistungen haben Ivona Dadic und Lukas Weisheidinger abgeliefert. Yes! Er hofft auf den großen Wurf bei den Sommerspielen in Rio und zeigt beim Sieg in Ried, dass er in Hochform ist. Lukas Weisheidinger erzielt viermal Weiten über 60 Meter. Der Meeting-Rekord liegt bei 62,42 und wird vom Lokalmatador locker übertroffen. 65,58 Meter bedeuten eine persönliche Jahresbestleistung. Weisheidinger ist sowohl für die EM als auch für Olympia gerüstet. Rio, wir kommen! Er ist wirklich besser abgelaufen, wie man es vorgestellt hat. Also, nur die Wochen viel trainiert für Amsterdam, also die Fahrtrichtung ist auf alle Fälle schon Richtung Amsterdam. Das habe ich ein bisschen mitgenommen, das Ried, aber so weit ist, das hat mich sehr überrascht. Top auch Siebenkampf-Olympianwärterin Ivona Dadic, die in Ried im Weitsprungbewerb dabei ist und mit 6 Sprüngen über 6,20 Meter eine echte Flugshow abliefert. Herausragend ihre Marke von 6,49 Meter. Damit hat nicht einmal sie selbst gerechnet. Ich komme ja aus dem Training. Vor 2 Wochen war ich in Götzis beim Siebenkampf und bin eigentlich nicht so frisch. Aber es ist besser gegangen als erwartet. Also ich bin 3-mal meine alte Bestleistung übersprungen. Und ja, der erste Versuch war ja gleich Bestleistung. Das bedeutet mir eigentlich nur mehr, weil ich im Siebenkampf nur 3 Versuche habe. Und ich habe einfach gesagt, dass ich weit springen kann. Aus internationaler Sicht sticht im Weitsprung der Südkoreaner Kim Deok-hyun mit 8,20 Meter alle aus. Er ist der erste überhaupt, der in Ried über 8 Meter springt. Pech hat Sprinter Markus Fuchs. Er verpasst das EM-Limit trotz persönlicher Bestleistung von 10,39 über 100 Meter nur um eine Hundertstel Sekunde. Ja, ist auf jeden Fall ein Wahnsinnsgefühl. Es ist das erste Mal seit langem, dass ein Österreicher, glaube ich, wieder unter 10,40 läuft. Und ich fühle mich einerseits geehrt, dass ich das sein darf. Und andererseits ist es natürlich ein Wahnsinn. Ich meine, es tut trotzdem ein bisschen weh, weil eine Hundertstel trennt mich jetzt noch vom Europameisterschaftslimit, was ich mir heuer eben als Saisonziel vorgenommen habe. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es auf jeden Fall noch hinhauen wird. Im 100-Meter-Finale setzt sich dann der US-Amerikaner D'Angelo Cherry mit einer Zeit von 10,34 durch und bricht damit den Meeting-Rekord. Oh yes, the weather is great, the atmosphere is great, the crowd is great. Die Atmosphäre ist toll, es macht Spaß hier zu laufen. Ich komme gerne wieder. Erstmals wird in Ried das Rennen über 400 Meter Hürden ausgetragen. Dann nehmen Thomas Kain sowie Dominik Hufnagel das EM-Limit in Angriff und scheitern. Besonders für Kain läuft es beim Comeback nach einem Ermüdungsbruch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Wie ist das aus Ihrer Sicht gelaufen? Ja, zu langsam. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Die Leichtathletikhalle in Linz wäre fast buchstäblich weggebrochen. Starker Regen verursacht ein riesiges Loch in der Laufbahn. Die Rennen über 800 und 1500 Meter müssen deshalb gestrichen werden. Ivona Dadic ist über 100 Meter Hürden im Einsatz. Mit ihrer Zeit von 13,81 bleibt sie ganz knapp über der persönlichen Bestmarke und holt sich den Feinschliff im Kampf um das Olympiaticket. Es ist eine gute Vorbereitung für das Olympia-Limit, für Ratingen, für die Amsterdam und hoffentlich für Rio. Ich bin jetzt mit 13,81 eingestiegen, mit ein bisschen am Gegenwind, also 100 lieber Bestleistung. Ja, ich bin zufrieden. Marina Tomic aus Slowenien gewinnt in 13,35 vor Eva Wimberger. Die 110 Meter Hürden der Männer gehen an den Brasilianer Felipe da Silva. Dominik Sidlacek belegt Rang 3. Im Dreisprung verbessert der österreichische U20- und U23-Rekordhalter Philipp Kronsteiner seine persönliche Bestleistung auf 15,93 Meter und schafft hinter dem deutschen Martin Jasper Platz 2. Das Austrian Top Meeting macht seinem Namen alle Ehre.